was mir als Australien-Experten an Australien inzwischen am besten gefällt, es ist sowas von langweilig. Hier ist einfach nichts los. Hier ist gerade Wahlkampf und der Wahlkampf ist so müde und der schleppt sich so dahin. Ich habe mir die größte Boulevardzeitung des Landes gekauft und da steht absolut nichts drin. Man sieht die amtierende Ministerpräsidentin, wie sie gerade Rugby spielt oder Baseball. Und das ist dann eigentlich schon alles. Und dann gibt es eine unglaubliche Affäre, weil der Freund der Ministerpräsidentin, also ihr Mann, mit dem sie nicht verheiratet ist, der ist beim Speeding und Drunk-Speeding erwischt worden. Riesenskandal hier im Lande, ganz großartig. Dagegen ist die Klamotte mit Frau Käßmann irgendein Vorabendstück für angehende Ministranten. Und dann blättern wir und blättern wir und blättern wir und es ist überhaupt nichts los. Eine fantastische Geschichte, die mir sehr gut gefallen hat. Eine ganze Seite, die Bürgermeisterin von Sydney, die Millionen für den Bau von Radwegen ausgegeben hat, fährt eine Strecke von 2,7 Kilometern von zu Hause in ihr Büro mit dem Auto. Und zwar, sie fährt nicht nur mit dem Auto, sie fährt auch noch mit einem Auto, das von einem Chauffeur gefahren wird. Und die Frau hat, glaube ich, 70 oder 100 oder wie viele Millionen australische Dollar für den Bau von Radwegen ausgegeben. Und das findet die Zeitung empörend. Und dann ist immer noch nichts, überhaupt nichts, eine sensationelle Meldung. Haitianer besuchen Nicole Kidman, das ist eine Australierin. Also es ist einfach irre. Und es wird damit eine Zeitung gefüllt, was eine große Kunst ist. Anzeigen sind sehr interessant. Haushaltswarenanzeigen, Autoanzeigen, der interessanteste Teil. Und dann langsam so ab Seite 29, 30 kommen dann interessante Nachrichten. Zum Beispiel die erste interessante Meldung ist auf Seite 33. Ein Mordfall in Brasilien. Und dann geht es los mit wirklich aufregenden Nachrichten. Das ist hier meine Lieblingsnachricht. Mal gucken, ob ich es finde. Ja, natürlich. Die Freundin von Mel Gibson, die ein Kind von ihm bekommen hat, hat jetzt Telefongespräche veröffentlicht, die sie mit Mel Gibson geführt hat. Nun finde ich Mel Gibson eine solche Drecksau. Großartige Schauspieler, aber eine richtige Drecksau. Und Mel Gibson ist uns ja, ich glaube, die letzten 100 Jahre als der Mustervater verkauft worden. Katholisch, sieben Kinder, keine ausseelichen Affären, gar nichts. Plötzlich gibt es ein Mädel, das hat ein 8 Monate altes Baby von ihm und die beiden hacken sich wie die Kesselflieger. So, das sind so die interessanten Nachrichten, was auch für die unglaubliche Langeweile spricht, die in Australien herrscht. Hier gibt es einen Nationalsport, nein, nicht Rugby, wie Sie meinen, auch nicht Football. Der Nationalsport ist hier Crab Racing, Krabbenrennen. In Malaysia oder Indonesien oder auch immer lassen ja die Leute Hähne gegeneinander antreten und sich die Augen ausraten. Hier ist es Crab Racing. Hier werden zwei Krabben auf so eine Spur gesetzt, dann werden Wetten abgeschlossen und ich glaube, die Krabbe, die am Ende gewonnen hat, darf sich aussuchen, ob sie gegrillt oder gekocht werden möchte. Das ist hier Top News, Crab Racing. Und ich finde den Australien ganz gut dabei. Ich finde das auch sehr entspannend, sehr angenehm, diese absolute Langeweile. Man könnte sich natürlich überlegen, ob man nicht sagen die 100, 200, 300, 500.000 Ossis, Ostdeutsche nach Australien bringt. Das würde hier die Langeweile sofort beenden. Die würden sich erstmal über alles beschweren, dass nichts klappt oder dass sie nicht genug unterstützt werden oder dass sie kolonialisiert werden. Und dann würden die Australier merken, wie schön sie es hatten, als sie unter sich waren. Oliver, mir ist aufgefallen, dass du immer eine Krawatte anhast. Gehört das hier zum australischen Outfit? Nein, aber ich muss doch einfach mein Image als guter Deutscher hier pflegen. Außerdem habe ich Panik davor, dass man irgendwie kurzfristig von Sky News angerufen wird und dann ohne Krawatte ins Büro muss. Oder man muss sich vielleicht eine der hässlichen Krawatten seiner Kollegen ausleihen. Aber es ist nicht so, dass man hier, sagen wir, nicht in die U-Bahn darf, wenn man keine Krawatte anhat. Nee, es ist eigentlich umgekehrt. Man kommt eigentlich ohne Flipflops nicht mehr in die U-Bahn rein. Was ich noch nicht gesehen habe, sind Flipflops zum Anzug, aber das kommt bestimmt auch. Ja, was ist mit Leggings? Du weißt, ich habe ja mal vorgeschlagen, Leggings ab Größe 52 gehören verboten. Gibt es hier sowas, Leggings? Es gibt Leggings, aber es gibt nicht so viele Leute, denen das nicht stehen würde. Du meinst, die Monster-Leggings gibt es hier nicht?
Nein, da muss man wirklich genau suchen. Aber an und für sich, also von den Flipflops mal abgesehen, haben die Australier einen relativ guten Bekleidungsstil. Am besten was Bademode angeht. Also australische Modenschauen drehen sich eigentlich um Bademode. Für anderes muss man auch nicht nach Australien kommen. Hier ist gerade keine Bademode da. Liegt das an der Jahreszeit? Ja, es ist saukalt. Es sind noch nicht mal 20 Grad. Ja, wir sitzen draußen und frieren uns einen Ast ab. Ja, es ist Winter. Ja. Es ist wirklich der schlimmste Winter seit Jahrzehnten in Australien. Wir hatten wirklich ganz, ganz kalte Nächte. Da ging es doch tatsächlich auch unter 10 Grad runter. Und auch jetzt, also das bisschen Sonnenschein, das blickt es ja auch nicht auf. Das täuscht. Nein, das täuscht. Wir hatten auch viel Wind letzte Nacht. Letzte Nacht ist sogar ein Haus in Sydney abgedeckt worden. Also das ist dann heute die Top-News-Geschichte in den Nachrichten gewesen. Ja, und die 2000 Haushalte, die kurzfristig mal keinen Strom hatten wegen des Windes. Also das war schon wirklich hart an der Grenze zu einer Naturkatastrophe. Es gab eine Geschichte, vielleicht kannst du sie mal kurz erzählen, ich kriege sie nicht mehr zusammen. Die Premierministerin konnte nicht an der Sitzung ihres Sicherheitskabinetts teilnehmen, oder was war da? Ja, es gibt einen nationalen Sicherheitsrat, da werden Sicherheitsfragen besprochen, da geht es um Afghanistan. Also Sicherheitsfragen heißt, wer greift Australien an und sowas, ja? Natürlich, natürlich. Ja. Also die Moskitos. Die entscheidenden Dinge. Und da hat sie dann aus welchen Gründen auch immer nicht teilnehmen können und sie hat ihren Bodyguard geschickt. Einen früheren Officer der Australian Federal Police immerhin. Aber dass der nun ausgerechnet für dieses Sicherheitsmeeting qualifiziert sein sollte, das hat doch einige australische Zeitungen sehr verärgert. Hat man sich aufgeregt? Man hat sich aufgeregt, man hat sich mal vor allem darüber aufgeregt, dass es bekannt geworden ist und fragt sich seitdem, wer hat das gestreut? Sowas könnte in Deutschland nicht passieren, dass Frau Merkel ihren Chauffeur zu einem Sicherheitsmeeting des Kabinetts schickt. Nein, in Deutschland passiert sowas nicht. In Deutschland macht Frau Merkel ihren Chauffeur oder ihren Bodyguard höchstens zum Bundespräsidenten. Das ist doch viel eleganter. Finde ich auch. Außerdem macht er sich da viel besser. Bist du jetzt ein richtiger Australier? Nö, ich habe immer noch einen deutschen Pass. In meinem deutschen Pass klebt ein australisches Visum. Ich bin noch nicht mal Permanent Resident, ich bin Temporary Resident. Ich muss noch ein paar Monate warten, dann kriege ich, glaube ich, automatisch diesen Permanent Status. Und dann muss ich mal schauen, dass ich mir irgendwann so einen Pass besorge. Wobei, das ist nicht das Problem. Die Australier sind in ihren Passpässen ziemlich großzügig. Ich würde auch ganz gerne den deutschen Pass dazu behalten. Allein schon wegen des Reisens in Europa. Und wegen Schalke. Ja, Schalke hat man im Herzen, da brauche ich doch keinen Pass für. Schalke wird jeden Samstag verfolgt, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn sie samstags nachmittags spielen oder samstags abends ist, aber uns sonntags morgens. Das ist schon ziemlich bitter, wenn man Schalke so aus der Ferne verfolgen muss. Aber für nächste Saison wird ja alles besser. Wir haben ja jetzt Raoul gekauft. Wen haben Sie gekauft? Raoul. Aha. Den Retter Schalkes. Also was macht er da? Die Buchführung oder was? Nein. Seine eigene, also er verdient 6 Millionen im Jahr, habe ich gelesen irgendwo. Bei Schalke? Ja. Ist Schalke nicht pleite? Ja, das spricht ja nicht dagegen. Also nicht auf Schalke. Aber Raoul soll jetzt irgendwie Schalke doch endlich mal diese Meisterschaft bringen, die wir seit 50 Jahren schmerzlich vermissen. Und wo kommt Raoul her? Ja, von Real Madrid natürlich. Ein Spanier? Ein Spanier, ein Fußballgott, der in Madrid irgendwie 250 oder 300 Tore in 600 Ligaspielen gemacht hat. Aha. Sozusagen der David Beckham mit Paella um die Füße, ja? Ja, hoffentlich mit Gold am Fuß. Ich hab gehört, sag bitte, ob es wahr ist, ich habe gehört, dass du durch Sydney mit dem Auto fährst und dabei WDR 2 hörst. Ja, das tue ich. Ist das nicht eine masochistische Übung? Nein, das ist wunderbar. Wenn man auf der Harbour Bridge entlang fährt und man hat diese schöne Skyline im Hintergrund und hört dann, dass es am Kamener Kreuz einen Stau gibt. Das ist wunderbar. Du hörst mitten in Sydney vom Stau am Kamener Kreuz? Ja, weil das ja auch die entscheidende Information ist. Hier passiert ja auch nichts. Und du freust dich, dass die Kamener im Kreuz, dass die Kamener am Kamener Kreuz im Stau stehen? Ich finde es zumindest interessant zu wissen. Ist das nicht die typische deutsche Schadenfreude? Das mag sein, aber ich möchte auch ganz gerne wissen, was zu Hause noch so abgeht. Ich bin jetzt seit 6 Jahren aus Deutschland weg und habe aber trotzdem irgendwo das Bedürfnis, mich auf dem Laufenden zu halten. Also wenn das Volk mich mal irgendwann rufen sollte, bin ich da. Heimweh? Nach Schalke, gelegentlich nach deutschem Brot, wenn wir nicht gerade bei Lüneburger waren. Freunde, Familie, ja, aber sonst fühle ich mich sehr wohl. Hättest du ein Plätzchen für mich hier in Australien frei? Immer. Mit Dusche und Bad, du kennst es.